Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema Gold, Silber und Goldaktien steigen. Treffen von FED-Chef Powell und Ben Bernanke. Disclaimer. Gold, Silber und Goldaktien steigen nach Treffen von FED-Chef Powell und Ben Bernanke. Überraschende Trendwende bei Edelmetall nach einem Treffen von FED-Chef und FedEx-Chef Hannes Siffler twitterte Folgendes: Wow-Effekt bei öffentlichem Austausch zwischen FED-Chef Jerome Powell und ehemaligen FED-Chef Ben Bernanke heute Nachmittag deutscher Zeit. Zitat Powell: Rates may not need to rise as high at given credit stretch. Kreditklemme wird offenbar zum ernsten Problem. Der Gold- und Silberpreis in einer ersten Reaktion mit einem kleinen Freudensprung. Jetzt müssen in der Tat geldpolitische Taten folgen. Finanzminister Yellen ergänzt aus Washington: Wir haben den CEOs der größten Banken mitgeteilt, dass weiter Notfusionen notwendig sind. Also auch der Stress im Bankensystem viel größer als bis jetzt zugegeben. Das klingt beides schon viel näher an der Realität und orientiert und spricht klar vor einem bevorstehenden massiven geldpolitischen Wende. Das ist kein Wunschdenken, sondern letzte Chance, eine ökonomische und soziale Katastrophe in den USA abzuwenden. Ja, es gibt gar keine Alternative dazu, außer dass das massive Firmenpleiten, massive Bankenpleiten geht, die nicht rettern können, nicht beherrschbare Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Und das haben die Politiker bislang immer mit Geldinjektion weggedrückt, um, sag ich mal, das System noch zu retten. Das geht natürlich immer alles zu Lasten der Inflation. Im Grunde genommen werden einfach im Grunde genommen die Ersparnisse angezapft, damit dieses System ein bisschen verlenken kann. Das geht einfach überproportional und exponentiell jetzt. Und wir haben eben das Sonderphänomen, dass Gold und Silber absolut tief bewertet sind. Diese Gold- und Silberaktienverhältnisse sind extremst unterbewertet und wir brauchen nur etwas Gold- und Silberanstieg und es führt zu einer überproportionalen Goldaktien-Silberaktien-Rallye dürfte freigesetzt werden. Das ist einfach, ja, im Grunde genommen das Ganze dahinter, sie retten eigentlich nicht die Wirtschaft etc., aber wenn sie jetzt Geld in die Hand nehmen, kann das eben zum zunehmenden Zusammenbruch der Gold- und Silberpreisdrückung führen. Und sie haben sofort diese riesigen Preise und dann haben sie ein ganz anderes Problem. Die sind wirklich in einer Zwickmühle. Und also man wird wahrscheinlich versuchen, weiter so eine Art rumlaborieren, aber mehr und mehr wird die Investoren und die Anleger Angst vor Währungszerfall etc. erwarten und mehr Geld wird den Gold- und Silbersektor, insbesondere Goldaktienprojekte, fließen. Auch gerade der reichen Leuten, die im Grunde genommen ihre Milliarden und Millionen Vermögen in Sicherheit bringen wollen, bevor es eben rasant entwertet wird. Also es ist eine Zwickmühle für die Fett und sie müssen sich im Prinzip zwischen Pest und Cholera entscheiden. Ja, hier ein angehender Silberproduzent aus Kalifornien, hohes Risiko. Ja, also Sie sehen, charttechnisch sieht das Unternehmen sehr gut aus. Es hat auf alle Fälle seinen Boden erreicht und setzt meiner Meinung nach zum Anstieg an. Die haben vergleichsweise sehr hohe Ressourcen und sind sehr günstig bewertet im Verhältnis zur Marktkapitalisierung. Also das Projekt Calico, das ist angrenzende Grundstücke Waterloo und Langley umfasst, befindet sich im historischen Silberbergbau des Calico in der Mojave-Wüste in San Bernardino County, Kalifornien. Eric Sprott ist im Übrigen da auch investiert. Sie haben eine Mineralressourcenschätzung von 166 Millionen Unzen Silber, 89 Gramm pro Tonne Silber. Ja, und sie haben eben drei Projekte, eben das Waterloo, das Langley-Projekt, einmal mit 116 Millionen, 50 Millionen. Sie visieren eine Produktion von 5 Millionen Unzen Silber an. Und dann haben sie noch den Arizona Silberdistrikt. Das sehen Sie auch hier unten links auf der Karte. Das ist einmal hier Kalifornien mit Calico Silver District, hier in Basto, St. Pierre, St. Bernardino, also gar nicht mal so weit von Los Angeles sogar.
und dann hier an der Grenze sozusagen den Arizona Silberdistrikt. Sie sind eben noch relativ günstig bewertet. Sie haben eben viel Gold. Hier das hier ein englisches, das ist ein aktuelles Statement von einer Ressourcenschätzung. Also die Ressourcen sind real. Sie geben das eben hier mit 110 Millionen Unzen an, zum einen für das Waterloo-Projekt und mit 103 Gramm pro Tonne Silber, 51 Millionen Unzen für das Langley-Projekt. Und ja, und dann haben sie auch noch dementsprechend Gold etwas. Und das Ganze hier bei dem Langley-Projekt ist 50 Gramm pro Tonne Silber. Also da sind die Ressourcen nochmal bestätigt worden. Das ist tatsächlich und wir kommen hier auf den sogenannten Potenzialfaktor, also wenn man Marktkapitalisierung und Anzahl Unzen gerade des Goldes zusammentut, kommen wir hier rein theoretisch auf 177. Klar erwarte ich jetzt nicht unbedingt, dass es 177-fache hochgeht, aber Sie sehen im Chart, das ist anzunehmen, dass in einer ähnlichen abrupten Aufwärtsbewegung zumindest den 1-Dollar-Bereich wiedersehen und dann natürlich in einer zunehmenden Mania kann das eben auch 3, 5, vielleicht nimmt es irgendwo einen Wert von 5 bis 10 Dollar an und das ist natürlich ganz außergewöhnlich. Das sind enorme Anstiege und ja, es ist meiner Meinung nach eine sehr interessante Aktie. Natürlich insgesamt hohes Risiko. Das Risiko ist hier in dem Fall natürlich Kalifornien, aber bislang sind sie eigentlich da auch klargekommen. Ich meine, die greifen ja ein wegen ihrer Restriktionen etc. Politik ist immer ein Risiko, so auch in Kalifornien. Aber meiner Meinung nach sehr interessant, angebender Produzent, aber insgesamt noch doch eine gute Rechtslage. Das könnte eine der großen Gewinner werden diese Mine dieses Gold- und Silberaktienbullenmarktes. Ja, wie immer keine Empfehlung, aber meiner Meinung nach absolut sehenswert, sollten Sie sich auf alle Fälle anschauen, das Unternehmen. Ja, hier nochmal generell zu Gold. Wenn wir die aktuelle Entwicklung von Gold mit den 1970er Jahren vergleichen, wo es diese riesige Rallye gegeben hat, sehen Sie, dass es ab irgendeinem Punkt hier von 200 Dollar auf 850 Dollar innerhalb von einem Jahr, nämlich 1979, gestiegen worden ist. Und es ist genau dieselbe Bewegung. Es wurde hier ein Kopf, eine Schulter nach unten, ein Kopf wieder erreicht. Und das ist genau diese Formation, die wir hier sehen, sehen wir hier nur mit einer Null mehr. Es müsste jetzt theoretisch von 2000 Dollar auf 8500 Dollar in einem guten Jahr ausbrechen. Das kann man natürlich nicht wirklich vorhersagen, aber so die Richtung dürfte stimmen. Zumindest führt es dazu, dass wir unsere anvisierten Ziele von irgendwo 2300 Dollar, 2400 Dollar, Silber um die 50, irgendwo in den nächsten 6 bis 12 Monaten erreicht. Und weil diese Goldaktien und Silberaktien so überproportional niedrig bewertet sind, dürften die geradezu explodieren. So wie sie auch damals explodiert sind. Das sind hier die Zahlen aus den 1970er Jahren. Da ging die Aktie zum Beispiel von 5 Cent auf 19 Dollar, 10 Cent auf 36. Es war gar nicht so selten, dass man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion Dollar machen konnte. Wir hoffen natürlich auf eine ähnliche Entwicklung. Die Charts geben es her. Wie gesagt, es ist nicht vorhersehbar, ob das tatsächlich eintritt oder ob es einen moderaten Anstieg gibt, und das Ganze verzögert wird. Es spricht doch einiges dafür, dass es einen absolut epochalen Anstieg jetzt geben kann. Die Situation ist dramatischer als hier 1976, 1979. Es sind viel mehr Geldmassen gedruckt. Es gibt Nachfrage von Gold und Silber von der ganzen Welt. Damals war das nur auf Amerika und Westeuropa begrenzt. Ist auch möglich, dass genau das eintritt und vielleicht sogar noch mit einer stärkeren Magnitude. Darauf will ich nur hinweisen, das ist generell der Druck, der auf dieses Finanzsystem lastet. Gold will sich entladen, aber die ganzen Rettungsmaßnahmen, die nehmen nicht nur dazu, die Wirtschaft zu retten, sondern auch weiter die Kontrolle über die Preise haben, weil das führt ja schlagartig zum Desinteresse an Währung und deren Währungspolitik. Das darf man nicht vergessen, wenn sich das entlädt. Damit haben die schon ein Problem, aber ich vermute, ab irgendeinem Punkt können sie es nicht mehr verhindern. Und es knallt einfach nach oben. Und für diese extrem unterbewerteten Gold- und Silberaktien können Sie sich ja vorstellen, was das für die bedeutet.
Ja, also welche Ereignisse liegen vor uns? Also wir glauben trotzdem in der Tat, dass es jetzt eigentlich nur einen moderaten Anstieg von Gold und Silber gibt. Wie gesagt, Gold vielleicht 2300, 2400, Silber um die 50, hier wie auch 2011. Da stieg es innerhalb von 8 Monaten von 17 Dollar auf 50 Dollar und es kam zu einer gewaltigen Gold- und Silberaktienrallye. Und Sie sehen, wenn es zu einer Edelmetallrallye kommt, was das für Penny-Goldaktien bedeuten kann. Hier ein Beispiel: ein Corona-Tief bis zum Höhepunkt im März 21, Anstieg von 2 Cent auf 36 Cent. Und auf solche Entwicklung hoffen wir auch hier wieder, oder scheint sich auch wiederholen, ist ein Tiefpunkt gefunden und setzt zum Start an. Möglicherweise, dass diese Aktie dann in den 1-Dollar-Bereich oder mehr steigt, durch eine stärkere Gold- und Silberaktien-Rallye, die wir ja erwarten. Ja, also nochmal, ist extrem unterbewertet aus wesentlichen zwei Gründen. Sie sehen hier, dass 1906, das ist hier gemessen, Goldaktien, Gold und Verhältnis, und ist von 1996 bis jetzt in den Bärenmarkt den Boden gefunden. Also Goldaktien sind strukturell gegenüber Gold, haben das tiefste Niveau überhaupt erreicht und haben eigentlich keine Fallhöhe mehr. Das bedeutet, wenn da jetzt was am Goldmarkt passiert, kann diese extreme jahrelange Unterbewertung innerhalb weniger Monate ausgelöst werden. Und das könnte zu einer überproportionalen Goldaktienrallye führen. Hier zum Beispiel 2011 ist nur ein kleiner Vorsch oder 10 ist nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen, zu was das führen kann. Das ist eben das Verhältnis: Goldaktien sind gegenüber Gold gestiegen und auch da hatten wir enormste Entwicklung bei Goldaktien. Jetzt kommt eine Rallye, die vermutlich nach den Statisten hier vielleicht eine Magnitude des Vierfachen hat. Also unvorstellbar. Und dann haben wir ja noch die Bewertung Junior-Aktien. Wir investieren ja meistens in die Verhältnis zu Senior-Aktien. Die sind wertmäßig auseinandergelaufen, sind wesentlich tiefer bewertet, die Junior-Aktien. Und Sie sehen, wie zu 2002 kann das auch mal schnell ausgeglichen werden. Und wir glauben, davon stehen wir. Und das würde eine überproportionale Rallye bei den Junior-Aktien bedeuten, so wie es eben 2002 auch gelaufen ist. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Das ist einfach so, dass wir generell natürlich mit steigenden Goldaktien steigen auch überproportional die Gefahren. Das ist so. Und wir müssen diese Gewinne sichern. Und wir müssen die Gewinne auch so sichern, dass wir die vielleicht nicht nur in Geld oder anderen Aktien oder sonst was haben, sondern möglicherweise, dass das systemische Risiko auf allen Ebenen einfach zunimmt. Das können die produzierenden Länder, können Minen verstaatlichen, dann ist es ein Assets weg, dann kann aber auch unser eigenes Bankensystem komplett flöten gehen. Das muss immer mehr Milliarden gerettet werden. Also muss quasi selber seine Bank sein. Und man könnte dann zum Beispiel die gestiegenen die Gewinne aus Gold- und Silberaktien nutzen, um zum Beispiel mehr Gold und Silber zu kaufen oder auch andere Sachwerte. Gleichzeitig, wenn es zu einer ähnlichen Entwertung, und das ist relativ wahrscheinlich, wie 1980 kommt, muss man sich darauf einstellen, dass man Gold unheimlich steigt und im Verhältnis zu normalen Standardaktien sehr teuer wird. Und dann müsste man ab diesem Punkt seine Gold- und Silbergewinne also in Standardaktien machen. Also es ist so, die Aktien, die man 1970er Jahren, sage ich mal, aus 1000 Dollar fast eine Viertelmillion oder so machen könnte oder artverwandt, seien es auch eine 50.000, 100.000, however, wäre es das Klüge gewesen, diese Gewinne am Höhepunkt des Goldpreises dann in Standardaktien, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway Fonds zu entwickeln, weil es ist zu beobachten, dass nach jeder Goldaktienrallye es sinnvoll gewesen ist, die Gewinne zu verkaufen und dann zum Beispiel im Aktienmarkt zu gehen. Das ist grundsätzlich so, dass der Inflationszyklus hat sich ausgedrückt, die Währung hat sich entwertet und der Boden ist frei für eine neue wirtschaftliche inflationsfreie Entwicklung. Und Berkshire Hathaway hat sich ja vom Jahr 1980 bis zum Jahr 2000 bis zu diesem nächsten Punkt verzweihundert. Das heißt, im Grunde genommen mit zwei Klicks in 25 Jahren konnte man aus 1000 Dollar zig Millionen machen. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, was das bedeutet. Und insofern könnte man Goldaktien als Asset-Maximierungstool
verstehen. Nur ist heute die Situation meines Erachtens etwas anders. Wir können natürlich nicht mehr von der Stabilität des Finanzsystems ausgehen. Vielleicht werden die Börsen eine Zeit lang ausgestellt, vielleicht wird es gar nicht mehr bearbeitet. Who knows? Unüberblickbar. Deswegen empfehlen wir halt eben diese Goldaktiengewinne in mehr Gold und Silber zu transferieren und dann die normalen Assetmärkte, Aktienmärkte zu beobachten. Ich denke, irgendeine Form von wirtschaftlicher oder Börsenwesen wird wieder etablieren. Und der Vorteil im Grunde genommen der Geschichte ist, dass es eben viel, viel billiger vermutlich als 1980 wird, hier wie dieser Pfeil auch andeutet. Und das heißt, wir können zu absoluten Ausverkaufspreisen einkaufen für unser Gold und Silber. Aber wir müssen uns eben gegen den systemischen Crash schützen. Das muss nicht kommen, aber wir müssen Großteil dementsprechend handeln. Aber ansonsten empfehle ich auch, wenn der Goldaktienboom gelaufen ist, würde ich mich trotzdem strategisch auf Zukunftsaktien, Topfonds etc. und Topaktien einfach fokussieren, auch wenn die Bank noch mal ein bisschen ausgestellt wird, weil wir ja zu 95% im physischen Edelmetall sind und dann die absoluten Extrem- und Höchstpreise nutzen, um dann Top-Assets zu kaufen. Das können eben auch Häuser, Firmen oder eben Standardaktien sein. Aber wir müssen uns schicken, nicht schützen, nicht, dass es, sage ich mal, durch Bail-in-Geschichten etc. oder Beschlagnahmung oder extra Besteuerung oder einfach Ausfall die Assets vernichtet werden. Deswegen müssen wir meiner Meinung nach dieses Mal die Goldaktiengewinne konvertieren in mehr Gold und Silber. Ja, Fazit ist im Grunde genommen die Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also, wie gesagt, wir sehen ja verschiedene Ereignisse. Wir sehen jetzt einen moderaten Anstieg von Gold und Silber. Das führt zu Goldaktienrallye, wo man im Schnitt sein Geld vielleicht hier für 25-fachen kann. Das ist damit gemeint. Dann erreicht Gold und Silber seine Maximalpreise. Sie kennen das. Gold ist das Maximalpreis, wird 8.000 heutige Kaufkraft sein. Silber um die 300 vermutlich. Und wenn dann diese Maximalpreise erreicht ist, ist es ratbar, wieder andere Assets zu kaufen. Und wenn man das so, mal einfach hochrechnet, kommt man auf diese verrückte Aussage: Jede 200 Euro, die man jetzt in zum Beispiel Goldaktien investiert, ergibt langfristig 1 Million. Also für mich ganz klar die Lösung des Rentenproblems, weil diese ganzen Zwangssysteme, die führen einfach nur dazu, dass man im Grunde genommen ein einfach zusammenfallendes und implodierendes System füttert. Und man muss eben anders investieren, weil die riesigen Staatsschulden, die angehäuft sind, wenn das implodiert, dann ist der Wert erstmal weg. Und wir müssen versuchen, uns nicht Opfer dieser Ereignisse zu sein, sondern sie im Prinzip jetzt maximale Inflationsgewinner sein. Dann rekonvertieren und dann frühe Investoren von Top-Aktien, um dann sozusagen an der produktiven, die früher oder später wieder einsetzende produktive Dynamik zu partizipieren. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor zu errechnen, also wie hoch kann die Goldaktien bei einem Goldboom steigen. Eine Exit-Strategie haben wir auch schon mal beigefügt. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist ein Unternehmen, das jederzeit an Gold und Silber und auch sehr günstig gekommen. Eine Überweisung, keine Mindestinvestitions Summe notwendig und schon ist das Gold und Silber im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem Algorithmus helfen, dass meine Videos bekannter werden. Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.